Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Filmabend. Es ist der letzte Filmabend in unserer Reihe Deutscher Herbst 1977. Ich begrüße Sie im Namen meiner Kollegin Natascha Dikas vom Deutschen Filmmuseum und im Namen des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften, welches ich leite. Dies ist die zweite Filmreihe, die wir gemeinsam mit dem Filmmuseum machen. Im letzten Jahr war es eine zum Kriegsjahr 1916 und im nächsten Jahr planen wir eine zum 68er Jubiläumsjahr. Seien Sie also auch jetzt schon einmal für den nächsten Herbst eingeladen. Ich freue mich sehr, dass unser heutiger Referent ein Film- und Medienwissenschaftler ist. Es ist Herr Dr. Christoph Claßen aus Potsdam. Er ist Projektleiter in der Abteilung Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Zuvor war er journalistisch tätig und Mitarbeiter des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung an der Universität Hamburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört das Verhältnis zwischen Medien und Politik. Und ich glaube, da ist man bei diesem Thema Deutscher Herbst, auch den Film, den wir jetzt zeigen, goldrichtig. Lieber Herr Claßen, vielen Dank, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und vielen Dank auch für die Einladung. Es freut mich sehr, dass Sie heute alle hier gekommen sind. Wenn man über einen Film vorher redet, das finde ich immer gar nicht so einfach, weil man will ihn ja eigentlich jetzt sehen und dann vielleicht eher hinterher drüber reden. Wir haben gerade so ein bisschen abgestimmt, wenn hinterher Bedarf ist, noch drüber zu sprechen, dann können wir das sehr gerne tun. Es ist Zeit. Blackbox BRD, das ist zweifellos eine schöne Alliteration, aber irgendwie auch ein sperriger Titel. Er sagt über den Gegenstand, außer dass es um die Bundesrepublik geht, eigentlich erstmal nichts aus. Also wir wissen anhand des Titels nicht, dass es um Terrorismus geht. Was ist eine Blackbox? Eine Blackbox ist normalerweise ein System, das keinen Einblick gewährt. Ein geschlossenes, in sich geschlossenes System in der Psychologie, speziell in der behavioristischen Psychologie, ist es ein System, das die innerpsychischen Vorgänge umschließt. Also man hat einen Input, den kann man machen, man hat ein Ergebnis, das kann man beobachten, wie reagiert irgendjemand auf was. Und was dazwischen passiert, ist eine Blackbox, diese innerpsychischen Vorgänge, zu denen man keinen Zugang hat. Und das hat der Autor und Regisseur Andres Fall, der studierter Psychologe ist, selbstverständlich gewusst. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung von Blackbox und die kennen Sie alle aus der Luftfahrt. Immer wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, dann wird die Blackbox gesucht, die nicht schwarz ist, aber egal. Und das ist ein Flugschreiber, der alle relevanten Daten aufzeichnet und anhand dessen man sich erhofft, diesen Unfall dann möglichst genau rekonstruieren zu können und den Ablauf zu klären. Wir haben es hier bei dem Titel also mit einer Metapher zu tun, die sowohl für die Unmöglichkeit von Erkenntnis steht, also eine geschlossene Blackbox, als auch die größtmögliche Annäherung an den Ablauf von Dingen. Also letzteres dann auch noch vor dem Hintergrund, um in der Metapher zu bleiben, einer Katastrophe mit Opfern, eines Absturzes in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dieser metaphorische Titel charakterisiert in dieser Mehrdeutigkeit und auch in der Ambivalenz, wenn ich Dialektik von möglicher Aufklärung und unmöglicher Aufklärung, glaube ich, diesen außergewöhnlichen Film sehr gut. Denn Ambivalenz und Spannung sind zwei Dinge, die diesen Film auszeichnen. Es ist, das wissen Sie, eine Doppelbiografie über einen Täter und ein Opfer. Ein Täter, Wolfgang Grams, also Mitglied der dritten Generation der RAF, und ein Opfer, Alfred Herrhausen, hier in Frankfurt als Vorstandssprecher der Deutschen Bank, sicher noch in Erinnerung. Und es ist ein Porträt, das diese beiden nebeneinander stellt und keine Seite privilegiert. Das ist sicherlich etwas Neues gewesen 2001, wenn man sich die
Filme zur RAF anguckt. Diese Dichotomie von Täter und Opfer wird nicht aufgelöst in dem Film, aber sie wird doch ein Stück weit in Frage gestellt und relativiert. Am Ende haben wir es mit zwei Menschen zu tun, die beide ihre sympathischen und problematischen Seiten haben. Ein weiterer Gegensatz, eine weitere Spannungslinie in dem Film verläuft zwischen privat und politisch. Das sind Gegensätze, die der Film auch bis zu einem gewissen Grade auflöst. Also normalerweise werden diese Figuren natürlich in ihren politischen Kontexten verortet und haben sich auch selber immer so inszeniert als Banker oder eben als Revolutionär. Wenn man dieser Biografie folgt, dann sehen wir, dass sich das Private und das Politische nicht trennen lässt. Eine dritte Spannungslinie liegt darin aus meiner Sicht, dass es sich natürlich um einen Beitrag, um eine Erzählung zur Geschichte der Bundesrepublik handelt, dass der Film aber gleichzeitig eigentlich ganz uninteressiert ist an der Rekonstruktion der beiden zentralen Ereignisse, also dem Anschlag auf Alfred Herrhausen und der Erschießung von Wolfgang Grams in Bad Klein bei seiner Festnahme, bei versuchten Festnahme. Geschichte wird hier erzählt, aber zugleich werden die erkenntnistheoretischen Grenzen mitreflektiert, die Metapher der Blackbox. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt ganz offensichtlich immer mehrere und die sind perspektivabhängig. Oftmals erschließen sich die Dinge auch einfach überhaupt nicht, wie die genaue die Täterschaft etwa beim Herrhausen-Anschlag. Nicht mal den unmittelbar Beteiligten. Die Blackbox bleibt also schwarz oder besser eigentlich grau. Das, was wir hier also haben, ist das, was die Filmhistoriker einen metahistorischen Film nennen, einen Film, der nicht nur Geschichte erzählt, sondern über die Möglichkeit mitreflektiert, Geschichte zu erzählen. So manches von diesen Spannungslinien, Spannungen, die ich genannt habe und die relativ neu waren, zumindest 2001, als der Film erschienen ist, wird man zweifellos der Ex-Post-Perspektive zuschreiben. Die RAF hat sich bekanntlich nach inneren Spannungen endgültig 1998 aufgelöst. Auch andere Bedrohungsszenarien, die zum Teil was damit zu tun hatten, der Kalte Krieg, diese kommunistische Gefahr und so, all das war in den 90er Jahren vorbei. Das machte eine andere Art des Umgangs, des Erzählens mit dem Thema RAF möglich. Das zeigen auch andere Filme aus dieser Zeit. Also wenn Sie an einen Spielfilm denken von Christian Petzold, etwa Die innere Sicherheit aus demselben Jahr oder die Dokumentation Schleier, eine deutsche Geschichte von Lutz Hachmeister, in der Hachmeister Schleier eben auch in einer Doppelrolle zeigt, als Opfer der RAF selbstverständlich, aber zugleich eben auch als Täter, als SS-Mann und Wirtschaftsfunktionär im Reichsprotektorat in Tschechien. Also typisch für diese Zeit scheinen mir Perspektiven zu sein, die Familien, die Hinterbliebenen, auch die Täterkinder bei Petzold etwa, in den Blick nehmen. Und was man, glaube ich, sehen kann, auch wenn Sie an die Filme denken, die bisher in dieser Reihe gelaufen sind, so Sie sie gesehen haben, ist, dass der Zwang zur Parteinahme, der die frühe Auseinandersetzung mit der RAF im Kino sehr stark geprägt hat, jetzt an ein Ende gekommen ist. Also wenn Sie an Deutschland im Herbst etwa denken, der hier lief, wo es ganz am Ende ja dieses Lied von John Baez, Sacco und Vanzetti, Here's for You, Nicola and Bart, noch einmal eine explizite Parteinahme für die Revolutionäre gibt. Volker Schlöndorff mal sagte, ja, das muss man als Regisseur dann eben einfach machen, da ist man immer auf der Seite der Revolutionäre. Das scheint mir hier in diesem Film oder in dieser Zeit an ein Ende gekommen zu sein. Dass man aber in der Zeit auch ganz andere Filme machen konnte, zeigt der wahrscheinlich erfolgreichste Film zur RAF, wenn man jetzt die Zuschauerzahlen nimmt. Das ist der Bader-Meinhof-Komplex von Uli Edel und Stefan Aust, 2008 als Spielfilm erschienen.
Das ist ein Film, wo die Macher selbst gesagt haben, also genau so war es. Ja? Jedes Einschussloch stimmt. Ja, sie haben diese Ermittlungsakten ausgewertet und dann die Einschusslöcher genau so gesetzt, dass sie dann auch wirklich stimmten. Und über diesen Film könnte man wahrscheinlich das sagen, was der Historiker Michael Wild mal über einen anderen Film von Uli Edel gesagt hat, nämlich Der Untergang, dass sich hier ein Film als Quelle inszeniert. Dabei bleibt er, finde ich, erstaunlich oberflächlich. Also es ist eher eine Reproduktion der typischen, ikonischen Abziehbilder und Klischees über die RAF, wie wir sie aus den zeitgenössischen Medien kennen und mit der dann Geschichte quasi in Beton gegossen wurde, ohne dass man aber wirklich einen Verständniszugang, einen tieferen Verständniszugang zu den Motiven etwa der Täter bekäme. Und Veils Film ist so, wenn man so will, das absolute Gegenmodell. Er hat das bezogen auf seine zweite Beschäftigung mit der RAF, in dem Spielfilm Wer, wenn nicht wir von 2011 auch mal explizit so gesagt. Das war mein Anti-Bader-Meinhof-Komplex. Es gilt aber, glaube ich, avant la lettre, auch für Black Box BRD. Wenn man ihn sieht, muss man, oder was ist vielleicht ein bisschen relativiert, was ich gesagt habe über diese neue Situation oder diese Entspanntheit nach dem Ende der RAF, ist, dass die Vorbereitungen für diesen Film weit in die 90er Jahre zurückgereicht haben. Und das Ergebnis war, glaube ich, nur begrenzt planbar und abhängig, hochgradig abhängig von der Kooperation der Interviewpartner, die noch sehr gefangen waren in den Ereignissen wenige Jahre nach dem Mord an Herrhausen. Die ursprünglich, soweit ich weiß, nicht angestrebte Symmetrie zwischen den beiden Protagonisten Wolfgang Grams und Alfred Herrhausen ergab sich erst aus der anfangs nicht absehbaren, sehr weitreichenden Kooperation, speziell der Witwe von Herrhausen, Traudl Herrhausen. Umgekehrt hat Birgit Hogefeld, also die Partnerin von Wolfgang Grams und später verurteilte Terroristin, ihr Einverständnis im Laufe der Dreharbeiten zurückgezogen, wohl weil sie Angst hatte, der fertige Film würde suggerieren, da war auf der einen Seite das Opfer Herrhausen und sie steht dann als die Täterin und, oder gar Mörderin von Herrhausen da. Wie schwierig dieser Aspekt der Kooperation von wirklich Involvierten, zum Teil wahrscheinlich Traumatisierten ist, zeigt sich, kann man da ein bisschen daran ablesen, dass Fall mal erzählt hat, dass Wer, wenn nicht wir, ursprünglich auch ein Dokumentarfilm werden sollte, der dann aber daran gescheitert ist, dass zentrale Kooperationspartner nicht bereit waren. Ja, ist das zu leise? Ja? Okay, ich versuch's. Was den Film, finde ich, wirklich bemerkenswert macht, ist sein Verzicht auf eine Rekonstruktion des Anschlags und des Todes von Grams in Bad Kleinen. Beides Ereignisse, die bis heute nicht letztendlich aufgeklärt sind und um die sich heftige Verschwörungstheorien ranken. Die im Falle von Herrhausen hatten die natürlich vor allen Dingen was damit zu tun, dass Herrhausen jemand war, der seit Mitte der 80er Jahre massiv für einen Schuldenerlass der ärmsten Dritte Weltländer eintrat, den die Banken tragen sollten. Das hat ihm wenig Sympathien im Kreise seiner Vorstandskollegen eingebracht, insbesondere auch nicht bei den amerikanischen Banken, die diese Kredite ganz überwiegend gewährt hatten, anders als die Deutsche Bank, die da nicht besonders stark involviert war. Es gab andere Punkte. Er hatte sich letztlich komplett mit dem Vorstand, mit seinem eigenen Vorstand, auch mit zum großen Teil mit den Mitarbeitern zerstritten. Man war nicht mehr bereit, ihm zu folgen. Er hatte seinen Rücktritt schon angekündigt für Januar, zum 1990, also nur wenige Wochen nach dem Anschlag.
Also er war das, was man, glaube ich, wirklich unbeliebt nennen kann. Und all das hat dazu geführt, dass es alle möglichen Verschwörungstheorien gibt, die sagen, nicht die RAF war der eigentliche Täter, sondern das waren eben andere finstere Mächte, amerikanische Geheimdienste, die das vielleicht auch in Kooperation mit der RAF gemacht hätten. Lustiger Gedanke. Aber dass es sozusagen jede Menge Gründe gegeben hätte, für andere ihn loszuwerden. Bei Grams ist die Sache nicht ganz so kompliziert, aber naja, unübersichtlich ist sie auch. Grams ist diese Festnahme von Hogefeld und Grams in Bad Klein 1993 ist komplett gescheitert durch die GSG 9. Er lag am Ende, ein Polizist war tot und Grams lag erschossen auf den Gleisen, gestorben an einem aufgesetzten Kopfschuss, über den nicht mehr klar war, am Ende nicht zu klären war, wer ihn abgegeben hat, auch wegen unglaublicher Ermittlungspannen direkt danach. Und auch das hat natürlich dazu geführt, dass es eben die These gibt, das war Mord, die gerade im linken Milieu, im Unterstützermilieu genau zu der Viktimisierungs- und Selbstviktimisierungsthese der RAF passte. Es ist bis heute nicht geklärt. Nun, Feil interessiert all das nicht. Er bietet stattdessen eine Parallelbiografie von Opfer und Täter, die den Anspruch hat, in ihrer Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit hinter die stereotypen Zuschreibungen der Konfliktparteien und auch der Medien zu blicken. Er will die Menschen dahinter sichtbar machen und diese Schablonen und Abziehbilder, die Reduktionen etwa der RAF, die in ihren Opfern immer nur Repräsentanten des Schweinesystems gesehen hat, oder auch der Boulevardpresse, die Terroristen zu grausamen Monstern und den RAF-Terrorismus zu einer universellen Bedrohung überhöht hat. Genau das interessiert ihn nicht. Ganz anders übrigens als der Bader-Meinhof-Komplex. Feil hat mal gesagt, das sei eigentlich kein Film über die Vergangenheit, sondern über die Gegenwart. Und das stimmt in mancher Hinsicht, nämlich wenn man diese Perspektive der Hinterbliebenen sich anguckt, die natürlich sehr stark auch über ihr Leben mit dieser Situation, ihre Bewältigung, ihre Trauer sprechen. Insofern ist es tatsächlich ein Film über die Gegenwart nach dem Anschlag, beziehungsweise dem Tod von Grams. Aber bezüglich der Protagonistenporträts stimmt es meines Erachtens nicht. Im Hintergrund gibt es durchaus ein bekanntes Narrativ, das die NS-Vergangenheit als Hintergrund für die Verwerfungen der 68er mit der Elterngeneration sieht. Das merkt man besonders bei Wolfgang Grams, dessen Vater, das werden Sie gleich sehen, auch darüber spricht, dann sehr Schwierigkeiten hat, darüber zu sprechen, dass er sich freiwillig für die Waffen-SS gemeldet hat. Aber es gilt auch in gewisser Weise für Herrhausen, der NS-Eliteschüler war, Klassenführer auf einer NS-Eliteschule und zu der Zeit völlig überzeugt, auch vom Endsieg, und darüber natürlich nach 1945 dann auch geschwiegen hat. Allerdings scheint mir Feil dieses bekannte Narrativ, die 68er als ja, Aufstand gegen das Schweigen der Väter und den Skandal der nationalsozialistischen Verbrechen, Feil scheint mir dieses Narrativ zu wenden. Denn letztlich werden die Biografien von Grams und Herrhausen nicht nur äußerlich parallelisiert, sondern auch innerlich. Beide werden am Ende als Opfer ihres eigenen rigiden Idealismus dargestellt, der sie am Ende ihres Lebens gleichermaßen sozial isoliert. Aber damit verrate ich Ihnen eigentlich vielleicht auch schon zu viel oder gebe schon zu viel vor. Und wie gesagt, wir haben hinterher wahrscheinlich die Möglichkeit, auch noch zu sprechen, wenn es das Bedürfnis gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Projektion. Danke. Verstehen Sie mich? Ich habe eine Frage, und zwar, wie kann sich dieser Wolfgang finanziert haben in der Zeit? Das ist mir bei der ganzen RAF-Geschichte
Geschichte eh ein Rätsel gewesen, so wie die Finanzierung. Man weiß, dass die Geldautomaten geknackt haben über eine lange Zeit. Aber das wurde in dem Film ja nicht dargestellt. Das wirft für mich die Frage auf, ist dort nicht irgendwie aus der V-Mann-Szene Geld geflossen? Weil ich weiß heute aus meiner eigenen Erfahrung, die ich habe, dass V-Männer oft benutzt werden, irgendwelche Attentäter, irgendwelche Attentate oder irgendwelche Sachen zu inszenieren, die dann anderen Gruppierungen, ich möchte jetzt keine Gruppierung herausgreifen im Moment, in die Schuhe geschoben werden. Ist es nicht der Fall, in diesem Fall auch eventuell der Fall, dass dieses Attentat der RAF und die zeitliche Komponente, die deutet ja sehr darauf hin, dass dieser Mann Insiderwissen gehabt haben muss für sein Attentat. Zugeordnet. Sie meinen das Herrhausen-Attentat, ja? Richtig, das Herrhausen. Ich kann mich selber sehr gut an das Herrhausen. Ich habe zu der Zeit studiert in Darmstadt. Ich habe dieses Wissen, was dieser Wolfgang Krams offensichtlich gehabt haben muss. Sonst hätte er diese zeitliche Komponente nicht so gut wählen können. Zu dem Zeitpunkt aus der Presse, und es war Insiderwissen der Deutschen Bank aus einer Vorstandssitzung, an dieses Wissen kommen sie nicht. Und es wird nicht sofort an die Presse weitergegeben. An dieses Wissen kommen sie einfach nicht. Wie kam dieser Mann an das Wissen heran, dass er diese zeitliche Komponente so gut treffen konnte? Also das sind mehrere Fragen. Also vielleicht die erste Frage zur Finanzierung der RAF. Die RAF hat sich, das haben Sie schon angedeutet, zu einem nicht unwesentlichen Teil durch Banküberfälle, also weniger Geldautomaten, glaube ich, über Banküberfälle finanziert. Sie hat aber selbstverständlich auch größere Summen immer wieder aus einem Unterstützerkreis rekrutieren können. Ja, also das weiß man im Prinzip. Die zweite Frage ist die nach der Involvierung von V-Männern. Das ist natürlich immer eine ganz schwierige Frage, weil der Verfassungsschutz, das kennen wir auch aus anderen Geschichten, denken wir an die NSU-Morde, wenn es darum geht, diese V-Männer-Rollen aufzuklären, immer absolut mauert. Ja. Und die Art, wie dann damit umgegangen wird von Seiten des Verfassungsschutzes, natürlich den Eindruck erweckt, dass dort Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie eigentlich hätten laufen sollen. Und es gibt solche Beispiele, also man weiß es etwa von der Bewegung 2. Juni, das werden Sie vielleicht wissen, dass dort mal in Berlin-Charlottenburg im jüdischen Gemeindehaus eine Bombe gelegt worden ist und diese Bombe ist seinerzeit direkt von dem Verfassungsschutz, von dem V-Mann geliefert worden. Also es gab solche Fälle sehr wohl. Die Rolle des Verfassungsschutzes ist in der Tat unklar, ob die RAF auch aus diesem Bereich mitfinanziert worden ist. Also ich würde, das ist Spekulation, absolute Spekulation. Aber dass es immer wieder den Fall gibt, dass der Verfassungsschutz V-Männer rekrutiert, die natürlich überhaupt nicht über jeden Zweifel erhaben sind, dass um diese Leute zu decken, auch kriminelle Sachen gedeckt werden, davon kann man durchaus ausgehen. Ja. Also die Rolle ist alles andere als rühmlich. Die dritte Frage war, wie konnten die dieses Datum wissen? Die wussten dieses Datum nicht. Also der Anschlag ist über Monate vorbereitet worden, also auf jeden Fall über Wochen. Nicht? Also es hat eine Baustelle gegeben an der Stelle, wo diese Lichtschranke eingebaut worden ist und diese Sprengladung, die Wochen vorher schon ist das Kabel unter der Straße verlegt worden. Also man hat die Straße dafür aufmeißeln müssen. Das ist dann durchaus auch aufgefallen. Es hat auch eine Anfrage gegeben beim Ordnungsamt, ob es mit dieser Baustelle seine Richtigkeit habe, weil man ja wusste, dass die Strecke gefährdet ist. Das Ordnungsamt hat gesagt, ja, da finden gerade Bauarbeiten statt. Es waren bloß leider andere. Also das hat man überhaupt nicht gewusst, dass genau an dem Abend eine entscheidende Vorstandssitzung war, bei der sich erweisen sollte, dass der Vorstand seinem Sprecher nicht folgen würde in einer ganz zentralen Frage der Zukunftsstrategie der Bank und Herrhausen intern eben gesagt hat, dann wird er zum 30. Januar zurücktreten.
also nur noch wenige Wochen im Amt gewesen wäre, das wusste niemand außerhalb der Bank, da bin ich fest von überzeugt. Das hat nichts mit dem Anschlag zu tun gehabt. Ja, eine Frage nochmal zur Motivationslage des Filmes. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Deutsche Bank durchaus Interesse hat, im Sinne der Unternehmenshistorie aufzuarbeiten, was war, und sich für einen solchen Film zur Verfügung stellt. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie das offensichtlich tut in diesem Kontext dieser zwei Personen, dieser zwei Persönlichkeiten, dieser zwei Leben, die sich dort darstellen. Wussten die voneinander, in welchem Kontext dieser Film entsteht? Ich könnte mir, also der Hintergrund ist der, soweit ich die Deutsche Bank kenne, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass sie sich dort in den Kontext stellen, dass man Herrhausen jetzt als Mensch porträtiert, im Spiegelbild seines Attentäters oder seines vermeintlichen Attentäters oder zumindest seines Sympathisanten. Ist das klar gewesen? Also ich glaube, das ist sozusagen die große Leistung auch dieses Films, dass das möglich war. Ja? Also dass man unmittelbar an, vor allem Angehörige, jetzt würde ich gar nicht mal so an die Deutsche Bank denken, sondern Angehörige des Täters, ne? Also die Grams-Familie und Angehörige des Opfers, also vor allen Dingen Traudl Herrhausen, aber auch Anna Herrhausen, dort sozusagen zusammen bekommen hat für diesen Film. Das ist eine immense Leistung gewesen und das war, glaube ich, überhaupt nicht selbstverständlich und nicht zu erwarten. Feil hat mal gesagt, also das hat nur unter der Bedingung funktioniert, dass jeder wusste, er kann jederzeit auch wieder aussteigen. Also es gibt keine Kontrolle über das Material. In dem Sinne, dass man sagen kann, also das darfst du aber nicht in den Film nehmen oder so, dann mache ich nicht mehr mit. Also er wollte souverän bleiben, was die Regie dieses Films anging, aber es gab die Möglichkeit zu sagen, ich mache nicht mit, nicht mehr mit. Ja, hier ist ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr mitmache und Birgit Hogefeld hat auch genau das getan. Die Frage nach der Deutschen Bank, ja, ich meine, wer ist die Deutsche Bank? Also es hat einzelne Mitarbeiter gegeben, Kollegen, Leute, die teilweise Herrhausen sehr nahe waren, wie Thomas Fischer, andere, die sicher ihn als Vorstandskollegen mit großer Skepsis schon damals gesehen haben. Bei Kopper merkt man das auch, bei Breuer vielleicht nicht ganz so, bei Kopper merkt man es schon sehr deutlich, finde ich, in dem, was er sagt, die bereit waren, im Interview etwas zu sagen, weil man merkt ja auch, wie vorsichtig die formulieren, finde ich, ja, und wie verklausuliert die Distanz ist, die sie zu ihm ganz offensichtlich hatten, ja, auch als seine Nachfolger ja dann. Also es geht, glaube ich, nicht um die Deutsche Bank als Ganzes, als Institution, sondern es geht um einzelne Mitarbeiter, Weggefährten, Kollegen, die bereit waren, dort mitzumachen. So würde ich das interpretieren. Also, dass die Deutsche Bank grundsätzlich jetzt ein Interesse an dem Film gehabt hätte, das glaube ich so nicht. Ich meine auch nicht diese Deutsche Bank als Institution, das meine ich gar nicht. Ich meine diese Darstellung des Porträts, zu dem Sie beigetragen haben, die Mitarbeiter, die Sie gerade zitiert haben, des Menschen Herrhausen, um ihn dann in dieses Spiegelbild des RAF-Mitglieds zu stellen. Mir geht es um den Kontext. Mir geht es darum, ob die wussten, dass dieses Bild, was sie abgeben, einem Bild des RAF-Terroristen gegenübergestellt wird. Eine völlig andere Sache ist es, historisch aufzuarbeiten, wie man zu Herrhausen stand und so weiter. Das machen die mit links. Mir geht es um diesen Kontext. Wie das jetzt bei Breuer und Kopper genau war, weiß ich nicht, ob die das wussten. In dem Moment, die Angehörigen, für die es, glaube ich, viel sensibler war, wussten es definitiv. Denkbar, dass die das nicht wussten.
Entschuldigung. Ist doch gar nicht denkbar, dass sie da mitgemacht haben und es nicht wussten, dass das in dem Film dann gezeigt wird als Interview und ihre Beurteilungen. Die hätten doch dann sofort, die wären doch gerichtlich vorgegangen gegen den Film und alles und hätten sofort ihre Mitarbeit abgebrochen. Sie sagten ja eben gerade selbst, dass jeder sofort sagen konnte, ich steige aus. Das hätten die auch gemacht, wenn sie gewusst hätten oder dagegen gewesen wären, dass auf der anderen Seite eben der Terrorist hier Krams da gezeigt wird und das Spiegelbild. Das ist nicht anders vorstellbar. Mich interessiert mal was anderes, werden Sie wahrscheinlich nicht beantworten können oder nicht wollen. Die Birgit Hohlefeld ist ja freigelassen worden, soweit ich weiß, zwischenzeitlich. Ne? Ja. Weiß man, was die heute macht? Ich bin jetzt etwas unsicher, ob ich sie verwechsle. Also ich weiß nur, dass eine Lehrerin ist tatsächlich, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das Birgit Hohlefeld war oder eine andere von dem RAF-Kern. Bin ich jetzt im Moment unsicher. Also ich kann die Frage nicht mit Sicherheit beantworten. Birgit Hohlefeld? Doch, sie hat sich schon geäußert. Also es gibt zu dem Film ein Begleitbuch, ne, von Pfeil auch herausgegeben oder als Autor, wo durchaus Passagen auch drin sind, wo sich Birgit Hohlefeld äußert. Also Birgit Hohlefeld hat sich im Rahmen des Prozesses schon ganz klar distanziert von der RAF und das als großen Fehler bezeichnet und auch sich in dem Sinne geäußert, dass im Nachhinein es ihr sehr schwer fällt, zu verstehen, warum, wie das damals so weit kommen konnte. Also sie erklärt es ein bisschen so mit so einer Sektensituation. Also man ist in einem Kreis, in dem sehr gefiltert nur noch Informationen eindringen und in dem ein sehr geschlossenes Weltbild herrscht und in dem natürlich auch ein immenser sozialer Druck herrscht, weiterzumachen und zu funktionieren und nicht die Sache zu verraten. Das ist so etwas, was sie dann erklärt hat im Nachhinein. Sie hat, also wenn es konkret um das Attentat ging, hat sie dann immer sehr schnell gesagt, also sie wird jetzt nichts sagen, was dazu führt, dass es ein neues Ermittlungsverfahren gibt, wo sie als Tatverdächtige des Herrhausen-Mordes dasteht. Also das ist ein großes Problem in dieser ganzen nicht aufgeklärten Situation, dass wir auf der einen Seite einen Rechtsstaat haben, der sagt, okay, er muss das verfolgen und auf der anderen Seite Täter, die sagen, naja, dann werden wir aber nichts sagen, weil wir werden nicht nochmal in den Knast gehen, so ungefähr. Ja, ja, also vielen Dank soweit, aber leider habe ich den Anfang verpasst. Hast ja wahrscheinlich am Anfang eine Rede gehalten, eine Einführung gegeben, oder? Ja. Ja, habe ich leider verpasst. Aber ich wüsste trotzdem gerne mal, also leider wurde ich aufgehalten, woraus jetzt Ihre eigene Forschungsleistung besteht. Haben Sie irgendwas Besonderes jetzt noch ermittelt, was noch interessant wäre zu wissen? Und dann wüsste ich gerne, ob es einen Film in dieser Art gibt. Also weil der hat mich jetzt auch sehr gepackt, muss ich sagen, auch die ganze Machart. Und ja. Also ich habe nicht explizit zu diesem Thema geforscht, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie eine größere Arbeit da verfasst habe. Ich bin zu dem Thema eigentlich vor allen Dingen darüber gekommen, dass wir in Potsdam im Ende September ein Filmfestival veranstaltet haben, also einige Kollegen von der Filmuni vor allen Dingen, Filmmuseum Potsdam, ein Filmproduzent aus München, Film- und Regisseur, also eine Gruppe von Leuten, das sich speziell beschäftigen soll, das soll auch auf Dauer gestellt werden, mit historischen Filmen, also Filme, die Geschichte thematisieren. Und so ein Festival gibt es bisher in Deutschland nicht. Und die erste Ausgabe haben wir jetzt eben aus demselben Anlass wie diese Filmreihe, also 40 Jahre Deutscher Herbst, haben wir dem Thema RAF in seiner, also Deutscher Herbst, RAF, aber auch bis hin zu den Ursprüngen 2. Juni 67 in Berlin und so weiter gewidmet und dort eine ganze Auswahl von Filmen gezeigt. Und ich nehme an, dass das auch der Anlass war, mich jetzt hier einzuladen, dass wir uns da intensiver auch mit einzelnen Filmen beschäftigt haben. Ein anderer Film, mit dem ich mich im Rahmen des Festivals intensiver beschäftigt habe, war
den ich auch empfehlen kann, ist der, ich hatte ihn in der Einführung erwähnt, der Schleierfilm von Lutz Hachmeister. Lutz Hachmeister war jetzt neulich dann auch in Potsdam, mit ihm auch nochmal gesprochen. Das ist eben auch ein Film, der ähnlich sensibel ist wie dieser, weil er die Opfer-Täter-Dichotomie auflöst. Ne? Also wenn Sie, vielleicht hat es zufällig jemand gesehen, es war jetzt in der FAZ gab es eine große Anzeige von Daimler zum Tod von Hans-Martin Schleier in Memoriam, so ein halbseitiges Ding oder so, und da war dann, wurde sozusagen aufgelistet, was für ein toller Mensch er war, aber sie haben natürlich nichts darüber, kein Wort erfahren, dass er in der SS war und dass er eine Rolle als Wirtschaftsfunktionär im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren gespielt hat und welche Rolle er dort gespielt hat. Und dieser Film thematisiert es beides. Ja? Also er thematisiert seine Rolle nach dem Krieg, er thematisiert den Anschlag, es gibt intensive Interviews mit der Familie, aber seine Rolle vor 1945 und auch sein sehr problematischer Umgang nach 1945 mit dieser Rolle wird eben auch thematisiert, bis hin zu irgendwelchen Nazi, Ex-Nazis, die auch in dem Geist weiterhin denken und sprechen, die eben auch in dem Film drin sind. Und das war natürlich auch eine unheimlich heikle Sache, das hat Hachmeister nochmal erzählt, dass am Ende er den Film dort der Familie vorgeführt hat und dann der älteste Sohn gesagt hat, das kommt auf gar keinen Fall, das machen wir nicht. Ja. Und dann hat es nochmal längere Gespräche bedurft und am Ende ist es aber gelungen, dass auch die Familie dann die Zustimmung gegeben hat und dieser Film gezeigt werden konnte. Aber das, also diese Ambivalenzen, das war so ein bisschen das Thema, unter dem die Einführung stand vorhin, die auszuhalten, das ist eben außerordentlich schwierig. Und diese Filme, die so um die Jahrtausendwende entstanden sind, sind so die ersten, die das eigentlich versuchen und dann auch schaffen. Gut. Übernächsten. Gut. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Klaassen, dass Sie auch noch bereit waren, einige Fragen zu beantworten. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Hiersein, für die Fragen. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.